In einer fernen Ecke des Multiversums gab es einen Planeten wie keinen anderen. Es war eine Welt, in der die dominierende Spezies nicht der Mensch oder ein anderes intelligentes Wesen war, sondern die mächtigen Dinosaurier. Diese Kreaturen hatten sich über Millionen von Jahren zu den Herrschern dieses seltsamen und wundersamen Ortes entwickelt. Der Planet war üppig und grün, mit hoch aufragenden Bäumen und dichtem Unterholz. Die Luft war feucht und stickig, erfüllt von den Geräuschen brüllender und kreischender Dinosaurier. Der Boden bebte bei jedem Schritt ihrer gewaltigen Füße und der Himmel war erfüllt von den flatternden Flügeln von Pterodaktyle und anderen fliegenden Kreaturen. In dieser Welt hatten die Dinosaurier ihre eigenen Zivilisationen und Gesellschaften entwickelt. Sie bauten komplizierte Strukturen und Gemeinschaften und nutzten ihre mächtigen Kiefer und Klauen, um die Welt um sie herum zu formen. Sie hatten eine Sprache aus Knurren und Brüllen entwickelt und hatten sogar ein Schriftsystem entwickelt, bei dem sie mit ihren scharfen Krallen Symbole in die Erde ritzten. Eines Tages stieß eine Gruppe Menschen zufällig auf diese seltsame Welt. Sie hatten das Multiversum erkundet und nach neuen Welten gesucht, die sie kolonisieren und ausbeuten konnten. Aber so etwas hatten sie noch nie zuvor gesehen. Zunächst waren die Menschen erstaunt über die unglaubliche Vielfalt und Kraft der Dinosaurier. Sie sahen voller Ehrfurcht zu, wie riesige Herden von Triceratops durch die Ebenen streiften und wie wilde T-Rexes um die Vorherrschaft kämpften. Doch als sie weiter erkundeten, wurde ihnen klar, dass mit dieser Welt nicht zu spaßen war. Die Dinosaurier gaben sich nicht damit zufrieden, die Menschen einfach frei herumlaufen zu lassen. Sie betrachteten die Menschen als Bedrohung für ihre Lebensweise und waren entschlossen, ihre Welt vor diesen Außenseitern zu schützen. Die Menschen befanden sich bald mitten in einem brutalen Krieg, in dem die Dinosaurier all ihre unglaubliche Kraft und List einsetzten, um ihren Planeten zu verteidigen. Trotz ihrer fortschrittlichen Technologie waren die Menschen der Macht der Dinosaurier nicht gewachsen. Sie mussten besiegt und gedemütigt in ihre eigene Welt fliehen. Doch schon als sie gingen, wussten die Menschen, dass sie etwas Unglaubliches gesehen hatten. Sie hatten einen Blick auf eine Welt wie keine andere geworfen, einen Ort, an dem Dinosaurier die Oberhand hatten und die Zivilisation eine ganz neue Bedeutung bekommen hatte. Und als sie durch das Multiversum zurückreisten, wussten sie, dass sie die unglaubliche Macht und Schönheit des Multiversum-Planeten, auf dem Dinosaurier die Herrscher waren, nie vergessen würden.